mich, dass ihr heute bei mir seid. Uns auch. Wie geht es dir? Danke, mir geht es sehr gut. Aber wie geht es euch denn? Uns geht's auch gut, ja. Wir hatten heute unseren ersten Tag in der Haag. Und es war so cool. Ja. Weißt du noch, wie du uns letztens erst erzählt hast, wie die Schule bei euch ausgesehen hat? Ihr musstet noch auf grüne Tafeln schreiben und immer ganz brav in eurem Klassenzimmer sitzen. Ja, das waren noch Zeiten. Bei uns ist das alles anders. Es ist viel besser. Komm, Luisa, wir zeigen Oma, wie die Schule heute aussieht. Unsere Schule besteht aus Clustern. Diese sind nicht mehr viereckig wie früher, sondern rund und bestehen aus einem Lehrerzimmer in der Mitte für die jeweiligen Lehrer, die in diesem Cluster unterrichten, und bis zu 4 Sektoren, die die offenen Lernräume darstellen. Die Glastrennwände zwischen den Sektoren können aber verschoben werden, sodass kleinere und größere Räume entstehen, wie es eben benötigt wird. Darüber hinaus bestehen die Trennwände aus intelligentem Glas und können per Knopfdruck undurchsichtig gemacht werden, damit jeder ungestört arbeiten kann. Wir haben keine fixen Plätze im Raum und auch die Zweiertische gibt's nicht mehr, sondern Gruppentische, da mehr Wert auf Gruppenarbeiten und Teamwork gelegt wird. Anstatt einer klassischen Tafel ist jeweils vorne im Raum ein Screen, auf den sowohl Lehrer als auch Schüler zugreifen können. Besonders daran ist, dass der Lehrer auch vom Lehrerzimmer aus auf diesen Screen zugreifen können. Außerdem befinden sich hinten in den einzelnen Lernräumen Whiteboards, die ebenfalls von Schülern und Lehrern für den Unterricht und auch Gruppenarbeiten eingesetzt werden. Das klingt ja sehr interessant. Aber was genau ist jetzt ein Cluster? Die Unterrichtsfächer sind in verschiedene Gruppen eingeteilt und jeweils eine Gruppe befindet sich in einem Cluster. So ergibt sich dann beispielsweise ein Sprachencluster, ein Cluster für die Wirtschaftsfächer und so weiter. Und das Beste kommt erst noch. Wir haben so viel Entscheidungsfreiheit, wie es für eine Schule möglich ist. Denn heutzutage wird in der Schule auf Eigenverantwortung, Selbstorganisation und Talentförderung gesetzt. Dies wird in der Praxis so garantiert. Beispielsweise finden sich an den Bezauer Wirtschaftsschulen 4 verschiedene Schultypen. Und jeder Schultyp hat bestimmte Fächer, die jeder Schüler besuchen muss. Wie zum Beispiel in der Hack Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und auch grundlegende Fächer wie Mathematik und Deutsch. Alle anderen Fächer kann sich aber jeder Schüler individuell aussuchen, je nachdem, wo seine Talente liegen und was er gerne lernen möchte. Hier kann man auch Stunden besuchen, die für den Schultyp eigentlich gar nicht vorgesehen werden, wie zum Beispiel Spanisch in der Hack. Ja, und wir können auch selbst entscheiden, wann wir diese Stunden absolvieren. Wir müssen nur am Ende der Woche die vorgegebene Anzahl von Schulstunden besucht haben. Und dadurch, dass wir selber so viel Entscheidungsfreiheit und Gestaltungsmöglichkeit haben, stärken wir unsere Selbstorganisation und Selbstdisziplin, was uns sehr viel im Leben bringen wird. Wow, da hat sich ja seit meiner Schulzeit wirklich viel verändert. Und wer ist auf die Idee dieser Innovation der Schule gekommen? Das sind wir, Luisa Felder, Ida Meusburger und Veronika Dragasnik. Und gemeinsam sind wir The West Austrians aus Vorarlberg. Die Idee unserer Schule der Zukunft entstand, nachdem wir am Anfang unseres Design Thinking Prozesses einige Personen verschiedener Altersgruppen befragt haben, wie sie die Schule in 30 Jahren sehen. Viele sagten, dass Homeoffice die Zukunft sei. Doch wir sind der Meinung, dass kein noch so guter Videounterricht den Präsenzunterricht mit allen sozialen Kontakten und die Nähe zu den Menschen ersetzen kann. Trotzdem hat sich im Homeoffice gezeigt, auf was es im Schul- und Berufsleben ankommt. Und wir möchten mit unserer Zukunftsidee erreichen, dass diese Werte mehr gestärkt werden, um uns Schüler bestmöglich auf das Arbeitsleben
und auf Situationen wie in der Corona-Zeit vorzubereiten. Wie lernen die Schüler der Zukunft? Das war die Frage. Und unsere Antwort darauf ist, mit Eigenverantwortung, Selbstorganisation und ihren individuellen Talenten.